Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Undertale. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, aber erstmal ein Kampf. Ach du Schande. Snowdrake flutters forth. Okay, schauen wir uns das mal an. Was haben wir denn hier? Lachen? Heckle? Oh, warte, da muss ich jetzt mal ganz kurz nachschauen, was Heckle ist. Das kenne ich leider nicht. Vielleicht sowas wie Kichern oder so. Das würde jedenfalls zu den anderen Sachen passen. Dazwischenrufen? Zwischenrufen. Ja, wahrscheinlich einfach so reinrufen. Vielleicht sowas wie aufschrecken in diesem Fall. Ich versuche ihn mal aufzuschrecken. Du erzählst dem Snowdrake, dass er nicht lustig ist. Ist dein Fleisch verdorben wie du? Oh. Okay, er schaut sich die Menge an. Ich lache mal. Du lachst über Snowdrake, bevor er überhaupt etwas Lustiges sagen konnte. Worüber lachst du? Oh, das ist nicht gut. Es muss einen Grund geben, warum ich lache. Schauen wir mal das nächste. Witz. Du machst einen schlechten Witz über Eis. Soll das etwa lustig sein? Wow! Okay. Riecht wie ein nasses Kissen. Nee, das will es ja nicht. Da kommen wir nicht weiter. Machen wir das nochmal? Du boost Snowdrake aus. Beleidigung gegen den Menschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieso sagt er nicht einen Witz? Ah, okay. Er übt gerade seinen nächsten Witz. Wartet, dann lachen wir jetzt mal. Okay, aber er hat nichts Lustiges gesagt. Das findet er scheiße und ich kann es sogar verstehen. Dann denkt man ja, dass man ausgelacht wird. Oh, Snowdrake wird klar, dass sogar sein eigener Name ein Witz ist und ist total begeistert. Was ist, wenn Jack? Okay, das ist ein Teen-Comedian und er kämpft dafür, dass die Zuschauerschaft unterhalten wird. Fights you in cold blood. Oh, eigentlich ist gar nicht so schlimm, dem auszuweichen. Aber ich weiß nicht, was man hier tun kann, damit... Ich muss... Erzähl nochmal einen Witz. Den kenne ich schon. Ja, was machen wir denn dann? Wow, sind hier viele. Noch ein Witz? Nee, das ist wieder der. Haha, guter Versuch. Das ist so cool, das Ausweichen, ey. Ich guck mal, was passiert, wenn ich einmal angreife und ihn ein bisschen was abziehe. Chill out! Ah, jetzt konnte er einen Witz machen. Vielleicht kann ich jetzt lachen. Probieren wir es nochmal. Ja, du lachst über Snowdrakes Witz. Siehst du? Lachen! Dad lag falsch. Du kannst es, siehst du? Glaub an dich selbst. Ey, er ist ganz zufrieden mit seinem coolen Joke. Yay! Cool. Und er ist sogar glücklich. Ist doch super. Das ist eine Box. Du kannst ein Item hereinlegen oder ein Item herausnehmen. Die gleiche Box erscheint später wieder, also mach dir keine Sorgen, du musst nicht hierher zurückkehren. In Liebe, ein Boxliebhaber. Ja, okay. Oh, da ist was drin. Cool. Lass mal den Stick hier lassen. Aber sonst, den Rest nehmen wir mit. Beziehungsweise, ich gucke jetzt einmal... Das können wir bestimmt, genau, equippen. Können wir dann vielleicht hier was anderes ablegen? Ach so, das ist eine Waffe. Okay, dann legen wir das ab, damit wir wieder mehr Platz haben, würde ich sagen. Genau, und dann speichern wir hier nochmal. Safe, und dann gehe ich erstmal hier oben lang. Oh, cool, das ist eine Angel, die am Boden festgemacht wurde. Einziehen? Ja. Am Ende befindet sich nur ein Foto eines seltsam ausschauenden Monsters. Ruf mich an, hier ist meine Nummer. Du entschließt dich nicht anzurufen. Hey, aber ist doch lustig. Ruf an, Mann. Ruf an, ruf an. Ah, okay. Du hast die Schnur wieder hineingleiten lassen. Ja, kann ich nochmal. Oh, ist wieder das Foto. Okay, dann lasse ich es aber auch wieder rein. Vielleicht kommt später ja noch was anderes dabei rum.
Sonst scheint hier nur Wasser zu sein, ist ja schade. Aber kann ich wirklich nicht anrufen mit meinem coolen Telefon? Wartet mal. Ah, stimmt. Oh, sie geht nicht ran. Och, Manu. Toriel. Oh nein, da sind die beiden. Also, wie ich schon sagte, wegen Undine. Sie kriegen es nicht hin. Na, endlich haben sie es geschafft. Sans, oh mein Gott, ist das ein Mensch? Also ehrlich gesagt, ich glaube, das ist ein Stein. Oh. Hey, was ist denn das vor dem Stein da? Oh mein Gott, es ist ein Mensch. Ja, oh mein Gott. Sans, endlich habe ich es geschafft. Undine wird... Ich werde so... berühmt sein, berühmt, berühmt. Mensch, du kommst nicht durch diese Gegend hindurch. Ich, der große Papyrus, werde dich aufhalten. Ich werde dich fangen. Du wirst der Hauptstadt ausgeliefert werden. Und dann... Dann! Ich bin mir nicht sicher, was dann passiert. Jedenfalls. Geh weiter, nur wenn du es wagst. Tja, das ist ja gut gelaufen. Keine Sorge, Kid. Ich werde ein... Nicht ein Auge, sondern eine Augenhöhle für dich auf ihn werfen. Okay, das ist ja sehr nett. Ich glaube, ich speichere nochmal. So. Okay. Das war echt cool, dass diese Lampe da direkt in unserer Größe stand. Oh nein! Oh, okay. Oh je, Ice Cap. Okay. Was willst du denn? Wir geben ihm ein Kompliment. Nee, wir schauen ihn uns erstmal an. Okay. Dieser Teenager wundert sich, warum er nicht Ice Hat heißt. Also wieso Cap statt Hat? Dein Kopf sieht so nackt aus. Okay. Ice Cap will auch einen Hut für seine Nase. Kann ich verstehen. Ah, wir stehlen ihm mal den Hut. Du hast versucht, Ice Caps Hut zu stehlen. Aber er ist nicht schwach genug. Ich wusste es, du Dieb. Oh nein, jetzt ist er bestimmt voll sauer. Oh, es kommt wieder zurück. Okay, hier kommt der neue Klamottengeruch. Okay, dann kämpfe ich einmal. Was für ein toller Hut, meiner. Ach, ich habe den falschen Knopf gedrückt, sorry. Okay, nochmal. Ice Cap sorgt dafür, dass er immer noch da ist. Okay, wartet. Upsi! Snow, nein! Das sind Hutreste. Oh mein Gott. Okay, alles gut. Ich krieg das schon noch hin. Wo ist dein Hut? Hier. Okay, es schneit. Was für ein großartiger Hut, also meiner. So. Oh. Okay, das klappt ja ziemlich gut. Jetzt versuche ich nochmal zu stehlen. Wir haben es versucht. Ah, er ist immer noch nicht schwach genug. Hilfe, Fashion-Polizei! Oh nein, au! Verdammt. Okay, warte, das geht ja noch nicht. Hilfe. Meine Tastatur funktioniert mal wieder nicht ganz richtig. So, jetzt aber. Nein, ich will ihn nicht töten! Ich liebe meinen Hut, okay? Ja, ich weiß. Und ich wollte auch nichts antun. Ich will ihn dir nur klauen. Oh, das war knapp. Ah, er ist lose. Das stand da jetzt auch. Du hast versucht, seinen Hut zu stehlen. Und es ist dir gelungen. Er zerschmilzt in deinen Händen. Was ist der Sinn der Sache? Ice Cap ist nicht mehr. Du hast gewonnen. 22 Gold. Ich hoffe, er lebt noch. Also ich hoffe, das kam nicht einem Tod gleich, weil er sah nur noch nach einem Eisklumpen aus. Da steht etwas geschrieben auf dieser Box.
Du observierst die... Wohl... Achso, das hier ist die Sentry Station. Wer könnte das gebaut haben, fragst du dich? Ich schätze, das war dieser wirklich sehr berühmte, königliche Wachmann. Notiz, noch ist er nicht wirklich berühmt. Ui, oh nein. Ach, der wieder. Ah, wir kommen klar, ne? Wir kommen klar, du und ich, wir mögen uns. Okay, er macht wieder einen Scherz. Und dann kann ich gleich lachen und dann ist er glücklich. Das ist ja eigentlich easy hier, der hier, ne? Genau. Ja, wir haben guten Geschmack, was Witze anbelangt, ich weiß. So. Und er ist glücklich. Alles klar, adieu. Weiter geht's. Was haben wir hier? Absolut nicht bewegen. Okay. Hat sich etwas bewegt? War das meine Vorstellungskraft? Ich kann nur sich bewegende Dinge sehen. Wenn sich etwas bewegt hat, zum Beispiel ein Mensch, dann werde ich sicher gehen, dass es sich nie wieder bewegt. Oh oh. Dogo! Dogo sieht cool aus. Okay, was können wir denn hier machen? Oh, wir streicheln ihn. Oh, okay. Er ist zu... Ja, er verdächtigt uns zu sehr wegen unserer Bewegung. Beweg dich kein bisschen. Ah, okay. Dogo scheint nichts finden zu können. Oh, du streichelst Dogo. Was? Ich wurde gestreichelt. Put, 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 pet, pet, pat, pat. Er freut sich so sehr. Oh mein Gott, ich glaube, er ist schon so weit. Ja. Voll süß. Etwas hat mich gestreichelt. Etwas, das sich nicht bewegt. Oh, dafür brauche ich ein paar Hundeleckerli. Okay, ist das süß? Oh, oh. Hallo? Ist da jemand? Nein? Oh, voll süß. Oh, schaut mal. Hä? Die wurden geraucht, die Leckerlis. Oh, hi. Hey. Hier ist was Wichtiges, woran du dich erinnern solltest. Mein Bruder hat eine ganz besondere Attacke. Wenn du eine blaue Attacke siehst, dann beweg dich nicht und es wird dir nicht wehtun. Hier ist eine ganz leichte Methode, dir das zu merken. Stell dir einfach ein Stoppschild vor. Wenn du ein Stoppschild siehst, dann stoppst du, richtig? Und Stoppschilder sind rot. Also denk dir einfach, es wäre stattdessen ein blaues Stoppschild. Ganz einfach, richtig? Wenn du kämpfst, dann denke einfach an blaue Stoppschilder. Wie geil. Und dann ist das auch noch in Gelb gemalt. Das ist total cool. What? Nein, 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 nein. Ui, 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 ui. Wow, wartet. Ich will aber lesen, was da drauf steht. Nord? Eis, Eis, Eis. Oh, aber im Osten ist Snowden Town. Und Eis. Oh, oh nein. Oh, wer ist das? Lesser Dog. Hey, das Schild ist aber von Zelda, würde ich sagen. Oh, wir können ihn auch streicheln. Oh, kaum hast du deine Hand gehoben, da ist Lesser Dog schon ganz aufgeregt. Oh, oh. Ihhh, nein, aua. Okay, er ist ganz aufgeregt und bellt. Ach so, das war's schon. Ja. Ha, das war ja easy. Wir haben nur nichts dafür gekriegt, aber egal. Oh, ein Schneemann. Hallo, ich bin ein Schneemann. Ich will die Welt sehen, aber ich kann mich nicht bewegen. Wenn du so nett wärst, Reisender, bitte. Nimm ein Stück von mir mit. Bist ganz weit weg. Okay. Danke. Viel Glück. Okay, du hast ein Stück des Schneemanns. Okay, aber ich weiß ja nicht, ob du nicht schmelzen wirst, mein Lieber. Oh, das heilt. Oh, okay. Nimm das bitte mit bis ans Ende der Welt. Ja. Hm, ob das Auswirkungen aufs Ende hat? Ob man ihn quasi irgendwann mal verwendet? Oh. Du bist so faul. Du hast die ganze Nacht geschlafen. Ich denke, das nennt man schlafen. Ja, Ausreden, Ausreden. Oho, der Mensch ist angekommen. Um dich aufzuhalten, haben mein Bruder und ich Puzzle kreiert. Ich denke, du wirst dieses ziemlich schockierend finden.
damit du Bescheid weißt, das ist das unsichtbare elektrische Labyrinth. Wenn du die Wände dieses Labyrinths berührst, wird dir dieser Orb einen elektrischen Schlag versetzen. Hört sich lustig an, weil die Menge an Spaß, die du haben wirst, ist, glaube ich, in Wirklichkeit ziemlich klein. Okay, du kannst jetzt gehen. Ups! Sans, was hast du getan? Ich glaube, der Mensch muss den Orb halten. Oh, okay. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Ich nehme doch jetzt den Orb nicht in die Hand. Ach, was für ein Idiot. Nimm das bitte. Okay, versuch's jetzt. Unfassbar. Du schlüpfrige Schnecke, du. Hast es so leicht gelöst. Zu leicht. Jedoch, das nächste Puzzle wird nicht so einfach sein. Es wurde von meinem Bruder designt, Sans. Du wirst sicherlich verwirrt sein. Ich weiß, das werde ich sein. Wie er einfach mal rückwärts weggeslidet ist. Hey, danke. Mein Bruder scheint echt viel Spaß zu haben. Das ist voll süß. Übrigens, hast du dieses seltsame Outfit gesehen, das er trägt? Das haben wir vor ein paar Wochen für eine Kostümparty gemacht. Seitdem hat er nichts anderes mehr getragen. Er nennt es seinen Battle Body, seinen Kampfkörper. Mann. Ist mein Bruder nicht cool? Hey, danke. Oh, sorry. Ich hab nochmal gedrückt, das war keine Absicht. Ah. Auf jeden Fall ist das so süß, das Spiel. Es hat ganz tolle Ideen. Finde ich super. So. Oh, was ist das da? Ah, ich dachte, vielleicht könnten wir auch mit diesem Stein wieder reden. Ich verstehe nicht, warum ich die nicht verkauft bekomme. Das ist doch das perfekte Wetter für etwas Kaltes. Naja. Oh, ein Kunde. Hallo. Hättest du gerne ein bisschen Nice Cream? Es ist das gefrorene... Die gefrorene Süßigkeit, die dein Herz erwärmt. Jetzt nur 15 G. Ja, nehme ich mal. Bitte sehr. Hab einen super duper Tag. Du hast die Nice Cream erhalten. Ich glaube, ich nehme sogar noch eins. Können wir ruhig mal mitnehmen. So. Okay. Vielen Dank. Gehen wir mal hier rüber. Ah, das ist bestimmt das nächste Rätsel, oder? Okay, wartet. Ich rede mal mit ihm. Ich habe auch darüber nachgedacht, Süßigkeiten zu verkaufen. Willst du was Frittiertes? Ah, frittierten Schnee. Nur 5G. Okay. Habe ich 5G gesagt? Ich meinte 50. Oh, du hast recht. Das ist immer noch zu wenig. Nein. Ach. Oh, der Ball ist wieder. Ah, guckt mal, da ist ein Loch. Nein, Hilfe. Das versuche ich auf jeden Fall mal da reinzubekommen. Da kriegt man bestimmt was für. Ui. Oh, er geht da immer wieder. Ach so, das sind Wände. Das habe ich nicht ganz kapiert. Wartet. So. Und weiter. Na. Oh nein, das ist nicht gut. Ja, 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 ja. Yay. Grün. Cool, deine Bemühungen für den Ball führten dich zu einem köstlichen Sieg. Oh, ein G. Naja, besser als nichts. Und was ist das hier? Sieht aus wie ein Schneeball. Aber eigentlich ist es ein Snodekaedron. Ach so. Wegen der Form. Ah, aber da oben war auch noch ein Weg, oder? Wartet mal. Ich guck mal eben. Ah. Seins. Iris. Hä? Smell Danger Rating? Geruchsgefahr Rating. Hä, was? Snow Smell Snowman White Rating. Hä? Ach so. Was sie riechen. Blau. Seltsam. Grün. Aber das ist so verwirrend. Wieso ist denn grün und rot geschrieben? Das ist total verrückt. Ich weiß auch nicht. Okay, aber irgendwie passiert hier ja nichts. Oh Mann, wie verwirrend. Mit diesen Farben, ey.
Rot, Blau, Grün und dann... Mensch, ich hoffe, du bist bereit für... Sans, wo ist das Puzzle? Es ist direkt da auf dem Boden. Vertrau mir. Daran kommt er nicht vorbei. Wow, Monster Kids Word... 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 Oh Gott, also man muss die Wörter heraussuchen. Hey Kids, könnt ihr mir dabei helfen, dieses Puzzle zu lösen? Ja, aber wie soll ich das denn jetzt lösen? Ich kann ja gar nichts hier machen, oder? Wartet mal. Kann ich nicht einfach an denen vorbeilaufen? Sans, das hat überhaupt nichts gebracht. Ups. Ich wusste, ich hätte stattdessen das heutige Kreuzworträtsel benutzen sollen. Was? Kreuzworträtsel? Ich kann nicht glauben, dass du das gesagt hast. Meiner Meinung nach ist Junior Jumble auf jeden Fall das Schwerste. Was? Wirklich, Alter? Dieses Easy-Peasy-Wörter-Dingens? Das ist doch für Babyknochen. Unfassbar. Mensch, löse diesen Streit auf. Welches ist schwieriger, Jumble oder Crossword? Ha! Ha! Ja! Menschen müssen sehr intelligent sein, wenn sie auch Junior Jumble so schwierig finden. Na, danke, dass du Junior Jumble gesagt hast, nur um meinen Bruder glücklich zu machen. Gestern hatte er sogar Probleme beim Lösen des Horoskops. Süß. Hier sind auch nochmal viele Sachen. Ah, im Wissen, dass die Maus eines Tages eine Möglichkeit finden wird, die Spaghetti zu erhitzen, das erfüllt dich mit Überzeugung. So, Snowdinge Spaghetti. Da ist tatsächlich ein kleines Mäuseloch. Voll süß. Na gut, ihr Lieben, an der Stelle mache ich einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Undertale wieder. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also, dann bis dann. Ciao, ciao.